Dann gehen wir hoch, mal rasten und das Schwert reparieren. So, zweite Rastration. Jetzt müssen auch gleich wieder die Schatten auftauchen. Oh, und du hast eine Insektenplage abgekriegt. Achso, Palegina auch. Dann mach du mal das hier, um alle etwas zu heilen. Genau, jetzt tauchen hier die Gespenster auf. Ihr beiden könnt weiter auf das Vieh einpreschen. Und ihr kümmert euch um die hier. So. Trank der kleinen Ausdauer. Die waren vorhin irgendwie nicht da. Gut. Ja. So, jetzt können wir uns um das Gestrüpp kümmern. Eine verschlungene Masse aus bösen Dornen und dicken Ranken erstreckt sich zwischen den Höhlenwänden über die Kluft. Hier und da gibt es Lücken in der Vegetation, durch die du in die Kammer dahinter sehen kannst. Unverletzt dorthin zu gelangen, wird allerdings schwierig werden. Die Ranken betrachten. Die Ranken sind mittlerweile so dick und ineinander verflochten, dass sie eine fast undurchdringbare Wand bilden. Viele der Dornen sind so lang wie der Durchmesser deiner Handfläche. Von Zeit zu Zeit hörst du ein ganz schwaches Ächzen, als ob sich etwas in der Masse leicht verschoben hätte. Okay, das bringt nichts Neues. Die Vegetation mit einer Waffe wegschneiden. Du versetzt den nächsten Ranke einen kräftigen Schlag und erzielst damit kaum Wirkung. Diese Ranken scheinen auf unnatürliche Weise widerstandsfähig zu sein. Ganz gleich wie sehr sie gehauen, zerschlagen oder zerschnitten werden, es bewirkt kaum etwas. Alle Ranken abzuschneiden würde viel zu lange dauern. Die Wand überqueren. In dem Augenblick, in dem du hindurchgehen willst, schwankt die gesamte Wand gewaltig auf und ab und wird in Form einer anschwellenden Masse aus Zweigen und Ranken lebendig. Dicke, bedornte Zweige schwingen mit rachsüchtiger Gewalt auf dich zu. Sensenartige Widerhaken reißen an dir, verkratzen dich und umgeben dich mit einem Hagelsturm aus einritzenden, um sich schlagenden Pflanzen. Mit einer letzten großen Anstrengung kannst du aus den Ranken herausklettern und taumelst in den Verräumen hinter der Wand und damit außer Reichweite. Ja, das muss wehgetan haben. Die Jungs sehen damit nicht, sehen gerade nicht sehr gut aus. Und das hat auch nicht viel mehr gebracht, als einmal hier auf die andere Seite zu kommen. Okay. Gut, wir wollten uns jetzt eh erst einmal zurückziehen. Haupttreppe bitte. Und wenn ich mir das so ansehe, hier ist die obere Hand gewesen. Hier ist der Kopf. Also das hier sieht aus wie die rechte Hand hier oben. Der Kopf ist hier. Hier ist die linke Hand. Jep. Achte Stufe. Und wir sind hier unten auf der 11. Stufe. Hier. Und hier sieht man sogar schon ein Bein oder so durchdrücken. Wenn ich das so richtig erkennen soll, ja. Wir wollen jetzt aber erstmal nach Kit Nua. 5 Stunden. Reisedauer. Soll es aber ausreichen. Die 4. Wand. Ja, also das sind aus Out-of-Spiel-Sachen.
Die Grabsteine da sind nach sind Texte von den Bakern, zu denen ich leider immer noch nicht zähle oder nicht mehr zählen werde. Ich hätte das machen sollen. Gut, also wir sind raus, dann rasten wir jetzt erst einmal für Athletik und Verfassung. Oh ja, und holen den Ring aus dem Lager. Den Ring. Lorenz, ein Ring. So. Und dann gehen wir jetzt nach Trutzbucht und lassen diese Klinge neu schmieden. Ich bin mal ganz gespannt auf die Klinge. Kommt mir das nur so vor, da sehen die Bilder ein bisschen anders aus. Kann mir auch nur so vorkommen. Bisschen kleiner irgendwie. Urfeuer wollen wir. Ein Tag reisen. Und da sind wir in Urfeuer. So. Wir wollen in die Schmelztiegelburg. Geben wir mal etwas Speed. Stalwart? Wer ist Stalwart? Wer hat Interesse? Einzigartige Gelegenheit. Naja. Alianischer Diplomat. Eine Bürgerin. Justiziar. Also einmal hier rein, bitte. Mit dir wollen wir nicht reden, wir wollen direkt in die Schmiede, die ist hier. Einmal hier mitten durch. Hier steht immer noch der Schmiederitter. Ich will aber mit dir reden. Was tust du hier? Erzähl mir von den Rittern. Okay, wir können die Klinge wohl immer noch nicht reparieren. Nö. Das reicht wohl noch nicht, um die Klinge neu zu schmieden. Okay, bevor wir hier irgendwo hinreisen, lade ich einfach hier nochmal neu. Das geht nämlich schneller als ständig die Gebietsübergänge und so zu laden. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich fast schon Cheating, aber es erspart uns ein bisschen Zeit fürs Let's Play. Dann müssen wir halt einfach nur noch mal rasten, den Ring setzen und dann können wir wieder runter gleich. Weil sonst muss ich wieder durch die halbe Stadt rennen. Brauche ich erst die Ladezeit, um aus der Burg rauszukommen, dann die Ladezeit, um nach Ketnua zurückzureisen.
So geht's, glaube ich, schneller. Hoffe ich jedenfalls mal. Aber ich werde wohl gerade eines Besseren belehrt. Solange wie der Ladescreen. Ah ja. Einmal Wandlampfade. Und wir können wieder. Ach nee, halt, der Ring fehlt. Wir haben schon wieder einen Haufen nutzloser Waffen. Rüstungen gehen. Der Ring für Durenz. So. Also runter. Nach Stufe 11. Da ist eine Feuchtspore abgebildet, juhu. Hey, das heißt, wir haben Stufe 11 hinter uns. Fehlen also noch 12, 13, 14, 15. 4 Stufen fehlen noch. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession könnten wir vielleicht schon die endlosen Pfade abschließen und damit die letzte Nebenmission. Sure. Was gar nicht mal so schlecht wäre. Hier ist ja nichts mehr. Das heißt, ab nach unten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir einen anderen Ladescreen irgendwann mal sehen, wenn wir tiefer vordringen, aber es ist immer das Gesicht. Das Gesicht von Ort Nur. Wenn der alte Kerl überhaupt noch lebt. Sein Vampir da oben in der 8. Ebene hat uns ja gesagt, da ist sich nicht sicher. Oh, Stufe 12. Hier leuchtet eine Adra-Lampe, oder? In dieser grünen Flüssigkeit bewegen sich wimmelnde Larven auf und ab. Vitrak-Wachposten. Okay, Vitrak-Gebiet. Kristallfresser, die uns mit komischen Eiskristallen bespucken. Und uns damit lähmen. Ah, die Kristallfresser sind nicht wirklich schwer eigentlich. So, jetzt noch den Jungkristallfresser hier und dann sind sie weg. Mhm. Kriegen wir ein paar Giftdrüsen. So, und jetzt nach dem bisschen Erkunden können wir ja mal kurz gucken, wie groß das hier ist. Ja, das geht von der Größe her. Oh, Fenris hat es mal wieder erwischt gehabt. Noch im Vitrak-Wachposten. Noch mehr Gespinne. Oh, Fenris. Eine Gruppe Robenträger blockiert den Weg. Ihre Köpfe besitzen eine fürchterliche Ähnlichkeit zu denen der Spinnen, von denen diese Höhle befallen sind. Ihre Unterkiefer klappern mit kleinen, ständigen Bewegungen. Im gedämpften Licht der Höhle, der Höhlen scheinen ihre runden, schwarzen Augen wie Juwelen zu leuchten. Sie schauen hoch, als du dich näherst. Du spürst etwas Eigenartiges, Juckendes in deinem Kopf, als ob dir jemand mit dünnen Fingern durch die Gedanken fahren würde. Ein gedämpftes Leiden erfüllt deinen Verstand, gefolgt von einem ungleich lauten, alarmierenden Kreischen einer der in Rumgehüten Gestalten. Die Kreaturen drehen sich wie ein Wesen zu dir und greifen dich an. Oh. Ich habe die Wachposten alarmiert. Das ist nicht so schön. Also ich lade jetzt nochmal neu, weil diesen Zwei-Fronten-Krieg jetzt hier kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Lulule. Da gehe ich doch lieber erst unten rum und alarmiere sie von unten aus, die Vitrax. Also da sehe ich mich
hier oben mit ihnen anlege. Ach ja, und Fenris, tarnte ich mal. Ich könnte auch da lang gehen, aber ich glaube, die Mitte erst einmal ist besser. Wo sind die Fernkämpfer? Oh, ich habe schon die Spinne hier ein bisschen alarmiert.